Vor einer Weile haben wir über den Köstlichkeitenzauber der Trojaner und seine Fähigkeit, ihre Nahrungsindustrie zu ersetzen, gesprochen. Während der WM etablierte sich zunehmend dieser Aufbau als Alternative zum Standard. Potenziell stärker, zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber auch mit deutlich mehr Micromanagement und Fehleranfälligkeit. Schien also gut zueinander balanciert. Wir lagen falsch. Wir haben diesen Zauber unterschätzt. Eine gewöhnliche trojanische Minenbatterie besteht aus 7 Minen, angeordnet in einem Sechseck, das hier durch den Partikeleffekt hervorgehoben ist. Wenn wir uns das so ansehen, kriegt man hier nie im Leben noch mehr Minen rein. Und doch ist es möglich. Praktisch aus dem Nichts kam der Spieler Xyu2vok frisch aus dem Singleplayer und warf mal eben 20 Jahre Siedlergeschichte und ein knappes Jahr Mana-Aufbau über den Haufen. Wie? Dazu müssen wir uns anschauen, wo der Cut-Off des Zaubers eigentlich ist. Das war mir selbst bisher nicht so klar, aber es gibt nur eine Sache, die entscheidet, ob eine Mine im Radius des Zaubers liegt oder nicht. Für das Spiel existiert die Mine und generell auch alle anderen Gebäude nur an einem Ort, und zwar genau auf dem Baupunkt, den ihr bei eurer Platzierung auswählt. Solange dieser Punkt im Radius ist, ist alles gut. Wenn man dann noch die genauen Grundrisse der Minen hat, muss man nur noch etwas puzzeln. Und deshalb kann ich euch sagen, dass 9 Minen in diesem Sechseck möglich sind. Ist es möglich, diese Fähigkeiten zu erlernen? Jedenfalls nicht von einem Siedler-Veteranen. Platziert 2 Schwefelminen und achtet darauf, dass die Flöcke der Baustelle parallel zueinander liegen. Diese beiden Minen bilden den unteren Teil eurer Batterie. Wechselt nun zur Steinmine, sucht den oberen rechten Baupunkt bei eurer Schwefelmine und wandert einen Punkt nach links. Die zweite setzt ihr direkt links daneben. Von dieser Mine sucht ihr nun den oberen linken Baupunkt und wandert 3 Punkte nach unten. Von dieser Mine wandert ihr nun oben wiederum 4 Punkte nach rechts. Die fünfte Mine kommt in diese kleine Einkerbung zwischen den beiden letzten Minen. Wenn ihr nun zur Eisenmine wechselt, solltet ihr hin und eine kleine Einkerbung oben links der Minen erkennen. Hier kommt diese Mine hin. Zum Schluss kommt eine Kohlemine in die Einkerbung unten links, neben der ersten Schwefelmine. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, könnt ihr nun alle 9 Minen treffen, indem ihr den Zauber auf die mittlere Mine anwendet, genauer gesagt auf diese Ecke zwischen Rot, Schwarz und Weiß. So erhaltet ihr 24 Fleisch und 48 Brot. Die obere rechte Mine kann auch durch eine Goldmine ersetzt werden, wodurch ihr 8 Brot durch Fische ersetzen könnt. Beachtet aber, dass die Baupunkte auf unebenem Terrain etwas verschoben sind. Das verändert nicht die Platzierung, führt aber dazu, dass unser Anhaltspunkt für den Zauber etwas wandern kann. Sobald ihr euch diese Bauweise eingeprägt habt, was sehr schnell gehen dürfte, solltet ihr sie mindestens 99% der Zeit zuverlässig einsetzen können. Diese Entdeckung hat leider einige Implikationen, sowohl für das Vanillaspiel als auch meinen Ultimate Balanced Overhaul. Mit dieser neuen Bauweise ist der Mana-Aufbau nun gut 30% stärker als bisher, was die bestehende Dynamik zwischen Nahrung und Mana bei den Trojanern komplett fickt. Die Trojaner verlieren zwar im Late Game durch die steigenden Kosten des Zaubers immer noch an Macht, aber wenn man sie spielt, ist der Mana-Aufbau zumindest auf HGHG klar die bessere Option. Wie stark die Trojaner dadurch im Völkervergleich werden, kann ich aber nicht abschätzen. Dazu haben wir einfach zu wenige Top-Spieler, die primär Trojaner spielen. Wenn sich meine bisherige Vermutung, dass die Trojaner so zur Peacetime sehr stark sein können, aber danach an Momentum verlieren, bewahrheitet, wäre das aus meiner Sicht sogar etwas kontraintuitiv. Die Trojaner implizieren an vielen Stellen, dass sie eher für einen defensiven Spielstil gedacht und in der Offensive schwächer sind. In diesem Fall müsste man aber als Gegner die Trojaner überdauern, statt umgekehrt. Was Ubo angeht, sollte ich wohl anmerken, dass ich Köstlichkeiten da nicht verändert habe. Und um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht, welche Konsequenzen ich aus dieser Entwicklung werde ziehen müssen. Daher möchte ich zunächst beobachten, was die Spieler aus diesem Wissen machen, sowohl in Vanilla als auch mit Ubo. Vielleicht führt es dazu, dass jetzt, nach 20 Jahren, die Trojaner auch in Vanilla ihre große Chance bekommen, zumindest in der History Edition. Oder Trojaner werden einfach verboten, weil außer Römern nichts in diesem Spiel OP sein darf. Das wird nur die Zeit zeigen können.